Tiere sind live auf Twitch und YouTube. Die Messe Brückner und CSD war am Wochenende. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Die Initiative Flauschhilfe will am 3.9.2022 ab 9 Uhr einen 24-Stunden-Livestream starten, die den Tieren in Nürnberg zugute kommt. Weil da aktuell noch immer noch kein voller Betrieb betrieben werden kann, wegen Krankheiten und Co. Schaltet am 3.9.2022 ein und erlebe viele spannende Tierthemen. Am Samstag darf es in Nürnberg eine Demo oder Lauf durch Nürnberg, wo 8000 Menschen gestartet haben und am Kornmarkt mit ca. 11.000 Menschen angekommen sind. CSD lief schon seit dem 27.07. und informiert über sexuelle Geschlechter wie Frauen zu Frauen, Männer zu Männer oder im anderen oder falschen Körper ist und was für Verhütungsgeschichten gibt. Viele VertreterInnen von Unternehmen waren vor Ort, auch Parteien. Ups. So, und dann kommen wir auch schon zum dritten Thema. Die Gamescom ist in 2 Wochen vom 24. bis zum 28.8. Am 23.8. ist die Open Night Light Show. Und ja, diesmal sind weniger Spielehersteller als sonst dabei. Große Spielehersteller haben größte abgesagt. Aber auch ich werde wieder auf der Gamescom sein. Und wir sehen uns einfach in einer Woche. Bis dahin, mach gut, bleib gesund. Bye bye.